Oh, Jemini. Abri, abri, abri. Nein, nicht. War ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. One, two, three, smile. Great. Thank you very much. Thank you guys. So, wir befinden uns gerade im Kiosk von Aaron. Marvin ist auch da. Santiago und Fritz machen gerade ein kleines Praktikum. Alles später zu sehen auf dem Kanal von der Kiosk bzw. Hey Aaron. Wie schwierig war es denn, den aerodynamischen Pfannenwender mit... Wie heißt der nochmal? Ein hydrodynamischer Pfannenwender mit Steuer- und Wartung aufsetzen und Turboantrieb. Wie oft musste man den einsprechen, bis der... Oh Gott, das ist habe ich so viel erinnert. Da haben wir ganz schöne dicke Schuhe gehabt. Das glaube ich. Ich kann es mir bis heute nicht merken. Nur der kann es nicht merken. Ja. Na, wir haben ja den Vorteil, dass wir das ja auch abgeben können. Ja. Aber auch das Gespräch. Das glaube ich. Ja. Was macht denn mehr Spaß? Das Sprechen der Synchronfiguren oder das Musizieren? Es gibt ja auch genug Musik. Also, mir macht natürlich auch Spaß, Kombination. Einmal die Figur sprechen in der Charge und dann eben das auch musikalisch zu machen. Ja. Zu singen. Also gibt nichts, was mehr Spaß macht. Eigentlich nicht, das ist nicht zu toppen, aber okay. Beides. Na gut, dann vielen Dank und frohe Schicht noch. Ich gehe die Sonne genießen. Na, bis dahin. Tschüss. Es gibt ja eine Folge, wo genau erklärt wird, wie denn so ein Kammburger auszusehen hat. Erst Brötchen, dann Roulette, gefolgt von Ketchup, Senfgürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihenfolge. Ein Brötchen, die Folge habe ich nicht gesehen. Ich kenne die auch nicht. Aber wir waren Freischnauze, ja? Genau, und ich würde sagen, ich zähle gleich runter und dann geht's los. Also, gutes Gelingen und go! So, bitteschön. La 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 la. Naja, aber die Dinger kommen ja sowieso, die warm vom Grill. Die kommen warm vom Grill, ja, aber die macht man nicht auch. Ach, mit der Bäckchen muss da noch ein bisschen zerlaufen. Was geht denn hier ab? Ja, ihr Lieben, wir hatten eben eine kleine Challenge. Wir haben einen Original-Krabbenburger gemacht und... wir haben es zumindest versucht. Wir haben die Reihenfolge nicht mehr ganz im Kopf gehabt. Aber letztendlich kommt alles in denselben Mund und Magen. Genau. Und es ist alles drauf. Es fehlt nichts. Ja. Nur die Reihenfolge. Und vom Aussehen her finde ich gar nicht so übel. Ne? Ja. Komm an. Der sieht sehr gut aus. Meiner ist hier oben ein bisschen kaputt gegangen, weil ich nochmal kontrolliert habe, das nochmal aufgemacht habe. Das ist immer schlecht. Ein Grütze. Meine kleine Ananas, da ist er. Ich präsentiere meine drei Ananasscheiben. Das ist Kunst. Goldene Ananas. Danke, danke. Wenn sie noch anklickt, ohne dass sie kaputt geht. Ne? Aber ja. Sie sind die ein bisschen franzig, da gebe ich zu. War jetzt nicht gerade feinmotorisch gearbeitet. In der Mitte kommt diese Kirsche. Guck mal, ich habe einfach nur so Ringe gemacht und habe dann die einzelnen Stücke so ausgeschnitten von. Ach so, ein bisschen zackiger, okay. Aber ich das auch, aber das ist schöner. Wollte ich gerade sagen, optisch. Besser, weil das nicht mit. Wir haben das Zuschauer-Routine. Ja. Okay, dann deine Variante ist offensichtlich die schnellere. Aber das sieht natürlich schöner aus, das ist gar keine Frage. Wir sind jetzt hinten im Lagerraum, haben hier einen Bildschirm und genau, wenn jetzt ein Kunde kommt, sollen wir mal so ein paar Kommentare loswerden und dann mal gucken, wie die so reagieren und uns einen kleinen Spaß daraus machen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja,
Eingriff und die Sucherei geht los. Mann, hier liegt aber auch so viel rum. Na dann, einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Passt meine Naturfarbe. Vielen Dank für die Spende. Und nochmal tschüss. Ciao. Wollen wir nicht so schnell ran? Geht das? Ja. Rein so lang, ja. Dann machen wir das jetzt. Oh, lang Arm machen. Ja, bitte. Eine neue Alge und der sagt, das ist der Mystery-Geschmack. Keiner weiß den Geschmack. Er sagt ihm, wer es trinkt und in den Geschmack schickt, hat gewonnen. Das heißt, ihr müsst jetzt trinken und natürlich erraten, was es für ein Geschmack ist. Wir wissen selbst nicht. Aber wir sind ja die Unterwasserexperten. Wir müssten ja, ihr seid die Eigenexperten. Audi Larengo. Ja, deswegen. Ah, so, na dann. Deswegen, ihr könnt gerne auch so dran riechen, wie es riecht. Und wann dann, wie es schmeckt. Ich habe ihn angeguckt, er hat mir nicht gesagt, was es ist. Riechen, anfassen, trinken. Trinken und notfalls die ganze Flasche, bis ihr es raus habt. Ja. Und wenn wir als Reflex wieder... Nee, ja. Komm, ihr wart, ihr seid mutig. Wir testen das jetzt mal, versuchen herauszufinden, was es sein könnte. Na dann, reichen Sie mir vor. Okay. Schenke ich mal ein, ich wollte schon immer mit Patrick und SpongeBob einen trinken. Ja, ein eben. Oh, die Farbe ist schon mal sehr gut. Ah. So, jetzt müsst ihr voll. Wir müssen ja auch schmecken können, ne? Ja, ja. So. Wie der Patient beim Arzt, wie wo der Arzt fragt, trinken Sie viel, sagt der Patient, nee, die Hälfte verschütte ich. Prost. Prost. Cheers. Oh. Mhm. Mmh. War nicht schlecht. Aha. Also es kommt mir irgendwie bekannt vor, der Geschmack, aber vielleicht das Traube? Das habe ich auch. Aber oder irgendwie so schwer, irgendwie sowas? Traube? Traum ist ein Schildalkohol. Nee, da ist das Knochen. Mensch, wonach schmeckt das? Wird denn Knossi das irgendwann verraten, was es ist? Oder wird das später natürlich? Irgendwann wird das sein. Ja, es wird noch probiert. Eben habe ich Ananas rausgeschmeckt. Aber ich glaube, das ist natürlich, ich bin da nicht ganz unvoreingenommen. Kann ja nicht sein. Ananas geht ja gar nicht. Hi, Bruder, Sie auch spüren? Also ich würde sagen, nehmen wir es in die Traubenrichtung. Ja. Also ist ganz süffig. Ja. Schwarz wie Johannisbeer. Ja, oder stimmt. Naja, ich war so auch so bei Schlehe oder so. Stimmt. Sowas. Schwarz wie Johannisbeer. Schlehenfeuer oder sowas. Aber es ist nur geraten. Ja, es ist wirklich nicht geraten. Ich tippe auch schwarze Johannisbeere. Ja. Würde eventuell von der Farbe hinkommen. Danach habe ich mich gerichtet. Aber it's very mystery. Ja, ja, Fazit. Also, was ist euer Tipp? Eine schwarze Beere, sage ich mal. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sowas in Richtung schwarze Johannisbeere oder irgendwie sowas. Genau, und dann sind wir mal gespannt, wenn Knossi das alles bekannt gibt, was es ist für eine Sorte. Bitte aufklären. Wir sind ganz neugierig. Ja, das war doch ein lustiger Nachmittag hier. Ich hoffe, ich freue mich sehr aufs Video. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, absolut. Ja, ich habe immer nur bei Twitch reingeguckt und ich glaube, selten waren so viele Kinder vorm Laden, außer wenn wir frisch Pokémon-Karten gekriegt haben. Ja, ja, echt, ja, die sind natürlich ganz rallig hier, aber das kennen wir ja schon. Ja. SpongeBob macht's möglich. Das stimmt. Hier auf jeden Fall ein kleines Dankeschön nochmal. Curry, ja. Vielen Dank. Ja. Oh, das ist aber süß. Ich hoffe, das ist nicht zu scharf, aber... Oh, mal gucken, ich werde es probieren und dir mitteilen. Aber sehr, sehr süß. Sehr vielen schön, Dank. Ja. Von Spon ist ja geil. Ja, schön gemacht. Ja, vielen, vielen Dank.
Kriegt keiner von denen. Gerne. Meins. Sehr gut. Ich sag dir mal lieber. Komm gern jederzeit vorbei. Okay. Hinter der Kasse warst du stärker, das habe ich bei Twitch gesehen. Deswegen, wenn es mal nicht mehr läuft, hier kannst du immer Pakete annehmen oder Karten. Ja, ich habe auch gesagt, gut. Die Zahl ist eher zuständig. Gut zu wissen. Sehr gut. Wunderbar. Dann Dankeschön. Sehr, sehr gern.